Okay, Leute, willkommen zur nächsten Folge von City Survival. Ich bin ein bisschen krank, deswegen entschuldigt das, wenn ich mich noch ein bisschen erkältet anhöre und so. Ist jetzt ein bisschen doof, aber ja, vorgestern und gestern war es noch schlimmer. Es wird jetzt wieder langsam besser. Und ja, vielleicht habt ihr die Videos auch schon gesehen, wo ich auch wieder etwas kranker war und wo man das noch mehr gehört hat. Ich weiß es nicht, wann das Video kommt, denn ich nehme ja alle Serien irgendwie, ja, so unregelmäßig voneinander auf. Ist auch egal. Okay, ich wollte auf jeden Fall heute ein paar Infos geben zum Projekt hier, denn ich habe in letzter Zeit nochmal so ein bisschen, ja, mir ein paar Gedanken gemacht hierzu. Und ja, in der nächsten Folge werde ich da auch noch was zu erzählen, so ein bisschen. Da ist mir nämlich was eingefallen, was Kleines und so ein kleiner Sachverhalt, den wollte ich dann nochmal erklären, ja. Und das ist vielleicht auch ganz interessant und. Ja, lasst euch das nicht entgehen. Also schaut alle vorbei, um hier mal schamlos Werbung zu machen. Ansonsten aber, ja, City Survival soll sich wohl jetzt demnächst schon langsam gegen Ende neigen, hab ich gehört. Hat zumindest Shadow Gaming gesagt, der das Ganze hier leitet. Und hier geht's noch weiter. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier mal in der Schlucht unterwegs, weil ich unbedingt Eisen brauche. Und deswegen, ja, da bin ich schon mal offscreen hingegangen, hab schon ein bisschen angefangen. Nur so als Randinfo. Und naja, ich habe auf jeden Fall noch vor, City Survival bis zum Ende dann zu bringen. Ja, ich bin ja auch relativ spät erst dazugekommen, deswegen kommt das jetzt wahrscheinlich etwas schnell gefühlt, aber ja, in Wirklichkeit läuft das Projekt ja schon seit Anfang Dezember oder so. Und das ist natürlich schon etwas länger, als wo ich dann erst hier angefangen habe. Und naja, ich versuche auf jeden Fall dann auch ein paar Folgen vielleicht noch vorzuproduzieren, falls der Server dann irgendwie offline geht und das angekündigt ist. Da werde ich vorher irgendwie gucken, dass ich so, keine Ahnung, zumindest das noch schaffe in den Folgen, was ich mir so jetzt als Pläne setzen will. Und ja, ein Plan wäre auf jeden Fall noch, so ein bisschen zu verzaubern und so weiter, dass man da so ein bisschen was macht. Also nochmal mein Equipment aufbessern, ne? Und solche Sachen. Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Enderdrachen aussieht, ob wir das noch machen gegen Ende dann, keine Ahnung. Und ja, ich will auf jeden Fall auch noch ein paar Together-Folgen machen. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit, aber irgendwie hat sich's immer nicht ergeben. Und ja, versuche ich auf jeden Fall auch nochmal zu ändern. Mal gucken, dann auch mal mit ein paar anderen Leuten aufnehmen, je nachdem, wer gerade so Lust hat oder so. Ich weiß ja nicht. Vielleicht nochmal eine Haustour geben lassen oder so. Ich meine, ich habe mir die Häuser schon alle angesehen, aber trotzdem kann man sich das ja nochmal erklären lassen. Und vielleicht gibt's ja noch irgendwelche geheimen Features, die da versteckt sind, die man sich auch nochmal angucken kann. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, das meiste haben wir dann auch schon gesehen hier vom Projekt. Ja, ist jetzt auch nicht so ein großes Projekt gewesen, muss ich ja sagen. Also, ja, es hatte jetzt 8 Mitspieler, aber nicht alle waren da so aktiv. Selbst ich war nicht so aktiv. Ich habe ja bisher nicht ansatzweise viel gebaut wie die anderen hier teilweise. Aber trotzdem war es ein ganz cooles Projekt, muss ich ja sagen. Oder ist. Es geht ja noch weiter, also es soll jetzt hier nicht irgendwie die vorletzte Folge oder irgendwie sowas sein, sondern es werden schon noch einige Folgen kommen und ich versuche da auf jeden Fall noch ein bisschen dabei zu bleiben, weil ich will das jetzt auch noch nicht beenden. Es macht mir halt einfach noch Spaß und deswegen wäre es eben schade, wenn es dann irgendwie in ein paar Tagen schon vorbei ist. Aber ja, die gute Nachricht ist auch, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Und zwar hat Shadow Gaming das angekündigt, es wird ja wie in Craft Attack mehrere Staffeln geben und. Ja, wann die natürlich startet, das weiß ich noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon relativ bald dann irgendwann losgeht. Und das wäre eigentlich cool, wenn wir da so einen nahtlosen Übergang hinkriegen. Also, dass ich vielleicht so viel vorproduziere, dass ich dann ja, im Anschluss direkt Staffel 2 hochladen kann. Das wäre irgendwie cool. Weil, ja, wenn Staffel 1 jetzt wesentlich länger gewesen wäre, hätte ich dann wahrscheinlich auch eine Pause gemacht zwischendurch. Aber so ist es dann, denke ich, besser, wenn wir das ja fortlaufend haben. Finde ich zumindest. Bei Minecraft Attack ist es ja dann wieder ein bisschen anders. Das ging ja schon wesentlich länger und da wird es dann auch mehr Sinn machen mit einer kleinen Pause zwischendurch. Aber ja, gucken wir mal. Ansonsten City Survival. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die zweite Staffel. Vielleicht machen wir dann auch mal noch andere Leute mit oder so. Wahrscheinlich findet ja auch eine 1.12 statt, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Warum nicht? In irgendeinem Snapshot oder so. Vielleicht startet das Projekt dann, wenn es einen stabilen Snapshot gibt, wo man das machen kann oder sowas. Keine Ahnung. Aber vielleicht wartet Shadow da auch lieber auf irgendwelche Plugins oder so, die dann geupdatet werden. Und deswegen kann sich's dann auch doch noch ziehen, bis die 1.12 released ist.
Müssen wir mal schauen. Ja, ich habe auf jeden Fall noch keine klaren Informationen, deswegen kann ich jetzt nur so Vermutungen hier sagen. Und ja, Shadow Gaming wollte ja auch einen neuen Kanal machen für sich. Das heißt, damit ist er jetzt auch noch so ein bisschen beschäftigt. Und wenn er dann seinen neuen Kanal hat, wird er auf jeden Fall die zweite Staffel dort bringen. Habe ich zumindest jetzt so verstanden. Und ja, mal sehen, wie es dann so weitergeht mit den ganzen Projekten. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Also ich denke mal, wenn es da mehr Infos gibt, werde ich euch dann auch früh genug Bescheid sagen. Aber jetzt kann ich erstmal nicht wesentlich mehr sagen. Also ja, würde ich sagen, wäre es das auch schon gewesen mit dem Thema für diese Folge. Und ich farm einfach nochmal ein bisschen weiter. So, zack. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch einiges. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass ihr so eine Schlucht gefunden habt. Hatte ich echt mal Glück. Muss ja sagen. Und ich nehme alles Eisen mit, was ich noch finden kann. Weil ich das unbedingt brauche, ey. Ohne Eisen kannst du halt nichts machen, ne? So. Oh, scheiße. Moment. Vor allem, wie er einfach runterläuft. Da oben wäre er eigentlich sicherer gewesen, ne? So weit reicht dann die KI auch noch nicht. Von den Mobs. Naja, gut. Dann leuchten wir hier weiter aus. Aber ich glaube, hier gibt es nicht mehr so viel. Hier geht es auch einigermaßen nach oben wieder. Von daher vermute ich mal, dass es hier nicht mehr viel zu holen gibt. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich mache aber mal das Wasser weg, damit ich eventuelle Schätze doch noch sehe. Oder sehen kann zumindest. Und ja, so, weg damit. Ja, hier ist aber wirklich nicht mehr viel. Wir sind ja auch auf Höhe 38. Oh. Ja, da findet man halt nicht mehr so viel. Ah, gut, hier ist noch was. Eisen kommt ja eigentlich bis auf Höhe 64, also bis zu Höhe 64, immer vor. Von daher sollte es da eigentlich keine Unterschiede geben in der Menge. Obwohl es natürlich sein kann, dass es auf bestimmten Layern dann noch häufiger ist, ne? Also die Chance oder so dann hochgesetzt ist. Weiß ich jetzt nicht. So. Okay. Die Kohle baue ich irgendwie nicht immer ganz ab. Immer nur so ein Stückchen von jeder Erzquelle. Aber das reicht ja, ne? Ist besser als nix. So, ich bin auch zu ungeduldig, um alles mitzunehmen. Und Alter, hier ist noch eine Schlucht. Ist auf jeden Fall krass. Was auf jeden Fall auch ziemlich cool wäre, wenn ich bis zum Ende des Projekts hier, also bis Staffel 1 zu Ende ist, null Tote habe. Ist ja jetzt immer noch so. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das halten kann. Ich hoffe doch mal. Einige Male war es ja schon ein bisschen knapp. Aber bis jetzt konnte ich es so mal abwehren zu sterben. Mal sehen, wie lange das noch bleibt. Ja. Ich muss mich als Pro ja auch mal beweisen. Wenn ich schon 5 Jahre fast Minecraft spiele. Da muss man ja auch langsamer es können, nicht zu sterben. Ja. So. Ich weiß gar nicht, wie der Server eingestellt ist von der Difficulty her. Aber ich mache erstmal Wasser drauf. Nicht, dass der Zombie mich da noch reinkickt. So. Dann suche ich ja nochmal weiter. Nächste Folge werde ich dann auch wahrscheinlich wieder zu Hause sein bei mir. Weil da hatte ich ein bisschen was vorzumachen und so. Und deswegen nicht wundern, wenn ich dann. Oh lol, scheiße. Das hätte nach hinten losgehen können. Oh, ich bin ja auch dumm. Hä? Och, was ist das denn jetzt? Zum Glück ist ja nochmal Wasser. So was Unnötiges wieder. Warte mal, kann ich einfach die Lava wegmachen? Ich bin ja auch wieder der Schlauste einer. Hätte ich schon länger mal machen können. Naja. Aber warum sollte ich auch früh genug darauf kommen? So. Ist ja noch mehr eventuell. Ja, da ist noch was. Ja, nice. So, dann würde ich aber auch sagen, wir sind schon wieder am Ende der Folge fast. Bisschen nehme ich noch mit. Aber wir waren echt produktiv, also wir haben viel gefunden. Lol. Ist ja echt nicht schlecht gerade. Vielleicht merke ich mir mal die Koordis und dann kann ich nochmal her. Muss ich mal schauen. So, Moment. Hier, das wird mal abgekapselt. Und dann nehme ich mir nochmal Redstone mit, weil davon habe ich glaube auch noch nicht so viel. Und allein schon wegen der Experience ist das eigentlich ganz cool. So, und das hier auch. So. Oh, da mache ich hier mal so. Da ist noch Gold. Ja, gut, das kann ich auch nochmal mitnehmen. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen.
Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, wo ich dann, wie gesagt, nicht mehr weiter fahre. Ich speichere mir jetzt einfach mal die Koordinaten hier. Und dann, ja, haut rein, wir sehen uns dann und tschüss.